Wenn Luca Henny über seine Tochter spricht, wird seine Stimme sanft, seine Mimik weich und sein Lächeln riesig. Bei unserem Treffen mit dem ehemaligen Let's Dance-Tänzer hat er uns verraten, wie sehr das kleine Mädchen sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Die große Neuigkeit: Luca und Christina sind im Juli stolze Eltern geworden. Die beiden Turteltauben teilten die zauberhafte Nachricht auf Instagram und freuten sich über ihr neues Familienmitglied. Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr perfekt neu angegeben. Es ist ein kleines Mädchen. Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin. Jubelten sie über das süße Foto von ihrem kleinen Fuß. Kein Wunder, dass der frischgebackene Papa 4 Monate nach der Geburt total aus dem Häuschen ist. Wir haben Luca auf der exklusiv das Star-Magazin Geburtstagsparty im Hamburger Hafen getroffen, wo RTL und TUI Cruises auf der Mein Schiff 7 gemeinsam feierten. Ich bin gerade frisch Papa geworden. Die Kleine ist noch keine 4 Monate alt. Uns geht's gut, mir geht's gut, alle sind gesund. Meine Frau macht's super, leider ist sie heute nicht hier, aber beide wegzugehen funktioniert gerade noch nicht, erzählt Luca im RTL-Interview. Sein Leben hat sich verändert, aber diese Veränderung macht ihn überglücklich. Es ist eine große Bereicherung, wenn man eine neue Perspektive findet. Es entschleunigt alles. Der Sänger, der seit 13 Jahren in der Branche ist, weiß, wie schnelllebig das Leben sein kann. Jetzt ist plötzlich dieser kleine Mensch da, der sich nicht für meinen Job interessiert, die braucht einfach Zuneigung und Liebe, und das ist cool, lacht Luca. Und was kann die kleine Maus schon alles? Sie kann ein bisschen lachen, ihren Kopf halten und greifen. Das finde ich super süß, schwärmt der stolze Papa. Die beiden lernten sich bei Let's Dance kennen und lieben. Nach ihrer romantischen Traumhochzeit in Italien im letzten Jahr krönt jetzt Mini Henny das Liebesglück von Luca und Christina.